Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei meinen Neuzugängen aus dem Juli 2019. Ja, ihr habt schon vielleicht so ein bisschen auf dem Thumbnail gesehen, dass doch ein bisschen was an echten Büchern bei mir eingezogen ist. Aber nicht nur echte Bücher sind bei mir eingezogen, sondern auch E-Books und Hörbücher. Insgesamt sind im Juli bei mir 10 Bücher eingezogen und damit habe ich mein Ziel von Bitte bleib einstellig um ein Buch vermasselt. Aber ich habe eine gute Ausrede, denn ich war ja in Münster und da sind anstelle von 3 Büchern 4 Bücher eingezogen und ja, ich konnte es einfach nicht vermeiden. Und ja, ich werde euch natürlich ein bisschen was zu den Büchern erzählen. Das eine oder andere ist auch schon gelesen oder gehört. Und ja, da starten wir, denke ich, einfach jetzt. Es sind 6 echte Bücher eingezogen, ein E-Book und 3 Hörbücher. Und das finde ich wieder eine ganz schöne Mischung, auch wenn ich tatsächlich eigentlich ja mehr E-Books lesen möchte als echte Bücher, ist es natürlich so, dass wir in Münster in Antiquariats waren oder auch in günstigen Buchshops, wo eben Mängelexemplare auch waren. Und da hat man halt nur bei echten Büchern und nicht bei E-Books oder Ähnlichem. Das erste Buch der Woche war, nein, der Woche nicht, des Monats, war ein E-Book im Strandkorb küsst sich's besser von Michelle Schrenk und Anna Winter. Das ist das neue Sommerbuch, hoch von Michelle Schrenk, entschuldigt. Und das gab es für 99 Cent als E-Book, habe ich auch schon gelesen. Ich mag die Bücher von Michelle Schrenk sehr gerne, fand auch die Idee einer sommerlichen Urlaubsgeschichte eigentlich ganz schön. Leider hat mich die Geschichte ja ein bisschen enttäuscht, aber ja, manchmal ist das eben auch, wie es ist. Es war mir zu klischeehaft, zu kitschig, zu unnachvollziehbar und leider war es auch nicht so ganz mein Humor. Aber Cover war toll und es war eben einfach von Michelle Schrenk und ich hoffe einfach, dass mich das nächste Buch von ihr wieder ein bisschen mehr begeistern kann. Dann sind 2 Hörbücher bei mir eingezogen zum jeweils halben Gutscheinpreis. Einmal Land of Stories, der erste Teil von Chris Colver. Hier haben mich ja, glaube ich, 2-3 Leute angefixt und da musste jetzt einfach das Hörbuch her, als ich es für einen halben Gutschein gesehen habe. Wir sind hier ja so ein bisschen in der Märchenadaption und sowas mag ich immer gerne und ich dachte auch hörtechnisch könnte das wirklich was sein. Und das zweite Hörbuch war dann von Janne Mommsen. Mein wunderbarer Küstenchor und ich bin ja ein Fan der Hörbücher von Janne Mommsen. Ich habe von dem ja noch nie was gelesen und dann immer nur gehört und so war ich total neugierig, was es mit dieser Geschichte auf sich hat, die sich eben um einen Chor kümmert, der an der Küste der Ostsee spielt und wir haben hier eben doch so ein bisschen ältere Menschen, Protagonisten, die ja schon immer im Chor sind, dort eben auch ja durchaus die ruhigere Zeit in ihrem Örtchen, das halt sonst im Sommer so von Urlaubern zugelaufen ist, genießen, sich miteinander auch so ein bisschen positiv stimmen und es gibt halt jetzt so den Chorleiter, der aufhört und es wird Nachfolger gesucht und was passiert mit dem Chor und mit den ja, Menschen drumherum, mit den Existenzen, die so ein bisschen auch daran sind und ja, eine wunderbare Geschichte, die mir gut gefallen hat und ja, die mich auch so ein bisschen einfach entspannt hat und wohlig zurückgelassen hat und da hat sich der halbe Gutschein auf jeden Fall gelohnt. Das erste echte Buch des Monats ist dann Flug und Angst von Stephen King und Ben Vincent herausgegeben. Das ist eine Sammlung an Kurzgeschichten und ich habe da gar nicht groß reingeguckt oder drüber geguckt. Es heißt hier so schön, unheimliche Geschichten über das Fliegen. Und es sind einige Geschichten, ich habe es jetzt noch nicht gezählt, unter anderem von Stephen King, Arthur Conan Doyle, Tom Bissell, Dan Simmons, Cody Goodfellow, sagt mir was, Joe Hill ist ja der Sohn von Stephen King, Beth Vincent, Roald Dahl, Stephen King hat eine mit drin, hat das andere was Vorwort und dann gibt es noch ein Nachwort von Ben Vincent, es gibt ein paar Infos zu den Autoren hinten dran. Ja, sind einige Kurzgeschichten und werde ich jetzt, denke ich, im August in meiner Urlaubszeit auf jeden Fall lesen und freue mich darauf, denn ich selbst habe keine Angst vorm Fliegen, kann aber durchaus verstehen, dass man das ein bisschen komisch und mulmig findet. Ich bin neugierig, ich mag Kurzgeschichten durchaus immer mal zwischendurch ganz gerne. Auch wenn ich die von Stephen King nicht immer feiere, kann ich mir hier durchaus vorstellen, dass was Cooles dabei ist und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Dann ist mir ja überraschenderweise ein Buch zugeschickt worden aus dem Piper Verlag, ich glaube aus dem Heartbeats Verlag, genau. Und zwar Finde mich jetzt von Katinka Engel. Und ja, bei dem Cover musste ich so einen Moment ja, kurz schlucken, weil ich dachte, puh, zu dem hättest du nie gegriffen. Aber am Ende ergibt dieses Cover eine, das Unendlichkeitssymbol, was ich richtig, richtig schön finde. Und ja, das Cover ist schön. Ist
doch eigentlich auch ein Argument, oder? Ja, es sieht optisch wirklich schön aus. Es entspricht mir überhaupt nicht meinem Covergeschmack. Das muss ich ganz klar sagen. Ich hätte wohl nicht zu diesem Buch gegriffen. Aber es soll eine romantische und gefühlvolle Reihe sein. Und es klingt so ein bisschen erwachsener als New Adult, geht aber, glaube ich, schon in diese Richtung. Und ich habe hinten nur mal drauf gelesen, dachte dann, eigentlich ist das vielleicht tatsächlich ein Buch auch so für die Urlaubszeit. Und es ist auch signiert worden von der Autorin, was mich echt sehr freut. Also nicht persönlich für mich, aber sie hat das im Grunde signiert. Und er hat jegliches Vertrauen in die Menschheit verloren. Sie hat den Männern abgeschworen und doch sprühen zwischen den beiden die Funken. Und das kann man mögen, muss man aber nicht. Ich sehe gerade, sie ist 19, er ist 21 und heißt mit Nachnamen Bolton. Ja. Also wer jetzt nicht weiß, warum ich kurz schlucke, ich habe das noch gar nicht gelesen, ist, weil ja, Bolton ja mein liebster Hasscharakter in Game of Thrones ist. Oh. Ja, und bei mir für Albträume sorgt. Wir gucken mal, was das in dieser Geschichte auf sich hat. Also ich denke, dass das was Schönes ist, wenn man einen sonnigen Tag hat und einfach lesen möchte, dass das was Lockerer, Leichtes ist, mit ein bisschen Romantik, vielleicht auch mit ein bisschen Flirty. Da lasse ich mich einfach überraschen und freue mich drauf. Dann ist überraschenderweise bei mir eingezogen Show Me the Stars von Kira Moon. Der Auftakt der Leuchtturm-Trilogie habe ich als Hörbuch bei Lovely Books in einer Leserunde gewonnen. Hat mich mega gefreut. Ich bin irgendwie zufällig über den Klappentext gestolpert und auch wenn mich das Cover nicht so richtig angesprochen hat, fand ich es doch im Nachgang irgendwie sehr passend. Und ich mochte diese Vorstellung, dass wir an der Westküste Irlands sind, wir einen Leuchtturm haben, die Geschichten, die Trilogie, die Serie wird von drei Frauen erzählen und jede Frau hat so ihr Päckchen zu tragen, wie man so schön sagt. Und wir haben hier in diesem Teil eben auch eine, wo alles irgendwie schief geht und sie in diesem Leuchtturm ein halbes Jahr Housekeeping macht, dann einen verdammt gut aussehenden jungen Mann trifft und beide haben halt auch einfach so ihre Probleme und merken aber doch irgendwie, ist da was zwischen ihnen und es war eine ganz tolle Geschichte, es war ein überraschendes Highlight, was mich auch von der Sprecherin sehr begeistert hat und was mir wirklich Spaß gemacht hat, auch wenn das Ende ein bisschen schnell war, ein bisschen zügig, es ist in der letzten Stunde unglaublich viel passiert, finde ich das Buch wirklich ganz, ganz toll, es hatte auch so einen Suchtfaktor und ich werde auf jeden Fall zu Band 2 greifen und dann wahrscheinlich auch zu Band 3. Dann sind wir schon bei der Ausbeute von Münster und zwar habe ich einmal in einem reduzierten Buchhandel ein Mängelexemplar von George R. R. Martin mitgenommen, Armageddon Rock. Das ist ja so ein Sci-Fi-Grimmi irgendwas. Ich glaube, es ist definitiv eine Science-Fiction-Story, wenn es nicht doch auch ein bisschen Fantasy hat. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Der große Fantastik-Klassiker des Autors von Game of Thrones. Und es heißt ja so schön, in jener apokalyptischen Nacht des Jahres 1971 starb eine Band, eine Legende, eine ganze Generation. 60.000 Zuschauer haben es live miterlebt. Der Sänger der Nazgul bricht von der Kugel eines Scharfschützen getroffen auf offener Bühne tot zusammen. Der Sommer der Liebe ist vorbei. 10 Jahre später geschieht das Unglaubliche. Die Nazgul sind zurück. Ein neuer Messias hat sie wieder auferstehen lassen, doch ihre Musik hat sich in ein rasendes Requiem verwandelt und kündet von Wahnsinn und Tod. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Es heißt so schön, viele Fans schätzen diesen Roman als Martins bestes Buch. Davor das Lied von Eis und Feuer hat der erfolgreichste Fantasy-Autor des 21. Jahrhunderts ein Werk verfasst, das ebenso zeitlos wie unvergesslich ist. Und es sieht auch innen drin mega geil aus. Wir haben hier so eine Vinylschallplatte nachgemacht und das zieht sich da auch mit den Schriften so ein bisschen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was es hier auf sich hat. Ich bin auch sehr interessiert daran, warum die Band Nazgul heißt und frage mich, ob sie so irgendwie doch noch was mit Herr der Ringe zu tun hat und wie sich George R. Martin mal wieder hat inspirieren lassen. Nicht nur das RR ist ja aus J.R.R. Tolkiens Namen geklaut.
Und ich bin einfach neugierig. Dennoch spricht es mich sehr an und ich finde ja, dass Martin kann schreiben und ich hoffe, dass er mich mit diesem Buch auch begeistern kann. Dann waren wir im Antiquariat in Tilbeck. Ich hoffe, der Ort hieß auch so. Und dort kann man im Grunde ja gebrauchte Bücher hinbringen, gut gebrauchte Bücher, eine Riesensammlung. Man hat das Gefühl, dass alles irgendwie vertreten ist, außer einen Fitzek. Habe ich nämlich keinen gesehen, aber wahrscheinlich hat es Thorsten vorher versteckt. Ja, und da habe ich noch 3 Bücher mitgenommen und zwar 2-mal Bücher von Philipp Wanten. Da habe ich auch noch 2 Bücher auf den Sub und habe, glaube ich, im letzten Jahr 1 gelesen. Zum einen Die 8. Sünde. Ich habe tatsächlich gar nicht groß auf den Klappentext gelesen. Ich glaube, bei dem einen schon, bei dem anderen nicht. Ja, hier geht es um die Apokalypse 20.7 und dass wir hier eine Burg am Rhein haben und deren Tore sich nur mit diesem Code öffnen lässt. Es heißt hier so schön, der deutsche Dan Brown. Thorsten mag die Bücher von Vandenberg super gerne und ich bin auch mega gespannt auf diese Geschichte. Ich habe da tatsächlich gar nicht groß auf den Klappentext geachtet. Ich glaube, das hatte Thorsten auch gelesen. Und dann der grüne Skarabäus, was mir auch vom Cover sehr gut gefallen hat. Und hier, ja, Skarabäus, er spielt in Ägypten und er spielt, glaube ich, tatsächlich in Abu Simbel. So ist das. Und wir sind im Tempel von Ramses II., der ja gerettet wurde bei der Überflutung des Aswan-Stausees und dass das abgetragen wird. Und ja, ich bin ein Ägypten-Fan. Ich liebe dieses Land. Ich war in Abu Simbel und ich glaube, ich war in diesem Tempel. Ich bin da durchgelaufen. Ich habe das wirken lassen. Und wenn man halt schon so vor Ort irgendwie war, glaube ich, hat man auch einfach einen ganz besonderen Bezug zur Geschichte. Und da freue ich mich einfach drauf. Also ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz toller ägyptischer Thriller ist. Also ist natürlich ein deutscher Autor, aber ein Thriller, der in Ägypten spielt. Und ich glaube, da gibt es so viele Mythen und Geschichten, die erzählt werden können. Ja, und vom Zustand auch wirklich gut. Man sieht, es ist ein bisschen älter, es ist ein bisschen vergilbt, es ist aber gut gebraucht. Und auch hier, das ist nicht ganz so gelb im Vergleich. Ja, sehen beide aber gut aus. Und ich denke, für 1 Euro kann man überhaupt nicht meckern. Und ich habe ja kein Problem mit gebrauchten Büchern. Und dann höre ich immer wieder sehr viel Gutes von einem Autor, von dem ich bereits 1 Buch gelesen habe. Und zwar war das Tiere. Und das fand ich eklig und doof. Ja, aber ich habe mir Die Chemie des Todes mitgenommen von Simon Beckett. Es ist der Auftakt der David Hunter-Reihe, wenn ich mich jetzt, ja, nicht täusche. Ich habe auch extra beide Thriller-Experten, die ich dabei hatte, befragt. Ob das der Auftakt ist und das ist so, das ist der erste Teil und es heißt ja auch, ist der beste Thriller des Jahres und überwältigend gut, wunderbar, unheimlich und wir haben ja hier einen forensischen Anthropologen und einen tragischen Unfall, der sein Leben verändern wird und der Tod lässt ihn aber nicht los. Ich bin sehr gespannt, ob das ein Thriller ist, der ja, meine Grenzen so ein bisschen natürlich drüber strapaziert, aber es eben so bei den Grenzen auch belässt. Also, dass der nicht einfach zu heavy ist. Es soll ja sehr heftig sein, sehr eklig wohl auch sein und ich hoffe, dass sich der Ekelfaktor aber einfach, ja, so, also, dass ich das einfach aushalte. Ich bin da ja doch manchmal ein bisschen zartbeseiteter, als ich aussehe, beziehungsweise als ich manchmal selbst von mir denke. Das heißt auch so schön, ein ungemein spannender Roman für heiße Sommertage, wenn rundum Fliegen surren und ein leichter Modergeruch in der Luft liegt. Ja, ich weiß nicht, ich habe selten Modergeruch. Moddergeruch. Ich weiß nicht. Ich bin gespannt und ja, vielleicht ist es tatsächlich mal ein Buch für den Sommer. Vielleicht sollte man das auch im Winter, wenn es dunkel ist. Ja. Ja, wir werden sehen. Auch das ist in einem wirklich sehr guten Zustand. Ich glaube, ich so einmal gelesen und hat gar keine Rillen oder ähnlichem. Also es sieht wirklich top aus. Und ja, das waren sie jetzt auch schon. Die 10 Neuzugänge aus dem Juli. Ja, Ziel knapp verfehlt. Finde ich jetzt aber persönlich auch gar nicht so schlimm. Ob 9 oder 10 Bücher macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Und ich freue mich auf die Bücher und habe ja auch das ein oder andere schon gelesen. Ich denke, dass ihr dann im Büchermonat für den August vielleicht das ein oder andere auch wiederfinden werdet. Da es ja jetzt im August keine Videos von mir gibt, keine Bücherwochen, packe ich das ja dann in 1 oder 2 Büchermonatsvideos, je nachdem, wie lang das dann wird. Ihr findet die Infos natürlich unten auch in der Infobox. Ich versuche da alle Bücher zu verlinken, dass ihr dann auch einfach sehen könnt, welche Bücher waren vielleicht Rezensionsexemplare oder welche habe ich mir selbst gekauft. Ihr findet unten, wie gesagt, auch die Links, wenn ihr euch einfach auch mal die Klappentexte ansehen wollt oder auch die Rezensionen. Schaut da gerne mal vorbei und ja, das war es jetzt auch schon mit den Neuzugängen aus Juli. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das ein oder andere Buch schon gelesen habt, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie es euch gefallen hat
Und ja, auch welches Buch euch vielleicht direkt interessieren würde, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da ein bisschen im Austausch wären. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.